hast heute Besuch von deiner Mutter. Siehst du mich? Du weißt ja, wie das mit den Müttern so ist. Die machen sich ja immer viele Sorgen. Und ich mache mir natürlich auch Sorgen um deine Zukunft. Kauf jetzt ein paar Dosen Haarspray weniger und dann wirst du nachher ganz gut was auf der Kante haben. Damit ihre Mutter sie nicht überrascht, machen sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Weihnachten ist vorbei, aber es gibt ein neues Geschenk, nicht unterm Weihnachtsbaum, aber ein neuer Spieler ist da und den würde ich gerne eigentlich mal jetzt vorstellen wollen. Andererseits in der Hektik jetzt, es ging so schnell, konnte ich mich gar nicht richtig einlesen. Sag einfach selbst, wer genau bist du? Ja, danke für den freundlichen Empfang. Ich bin Jan Wasserhausen und bin gerade aus dem Trainingslager abgereist. Ich war mit meiner Mannschaft Eintracht Braunschweig im Trainingslager und jetzt hat sich doch noch der Wechsel zu Offenbach ergeben und ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier bin. Ja, wie ist denn das gekommen? Wie kam das zustande, die ganze Geschichte? Ja, ich hatte mitbekommen, dass durch einen Ausfall vom Husserer eine Position irgendwie vielleicht doch besetzt werden musste und in meinem Fall war es so, dass ich in meiner Mannschaft immer nur als Ergänzungsspieler dabei gewesen bin und für mich jetzt auch mal wichtig ist, irgendwie einer Mannschaft helfen zu können und viel ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Von daher hat sich hier die Gelegenheit ergeben und die habe ich natürlich gerne genutzt. Kommt das sowas über einen Berater zustande oder kam der OFC selbst auf dich und hat gesagt, Mensch, den haben wir schon irgendwie auf dem Block stehen, den rufen wir jetzt mal an? Ja, ich denke mal, es ist eine Mischung aus vielen Faktoren. Ne? Dann hatten wir auch das Freundschaftsspiel gegen den OFC. In dem ich dann auch mitwirken konnte. Warst du wahrscheinlich nicht ganz so schlecht? Ich habe auf jeden Fall mein Bestes getan. Ja. Und danach kam dann irgendwie der Kontakt zustande. Okay, und in Braunschweig hast du ja auch zweite Liga richtig gespielt. In der letzten Saison, glaube ich, kamst du doch zu einigen Einsätzen. Ja, genau. Ich hatte eine gute Phase, in der ich auch regelmäßig gespielt habe. Und hoffe natürlich jetzt mit meiner Erfahrung im OFC ein bisschen helfen zu können. Kann man sagen, du bist ein klassischer Innenverteidiger? Was heißt klassischer Innenverteidiger? Ich habe schon auf mehreren Positionen gespielt. Ich habe in der Innenverteidigung gespielt, habe auch letztes Jahr in der zweiten Liga zuweilen mal als rechter Verteidiger gespielt oder auch als Sechser. Von daher bin ich doch eher variabel einsetzbar. Jetzt bist du hier so schwuppdiwupp einfach nach Offenbach gekommen, musst dich erstmal ein bisschen akklimatisieren. Wann wird es das erste Training geben? Ja, das erste Training wird es jetzt im Laufe des Tages geben, nachher. Es ist jetzt wirklich so, dass alles sehr spontan und zügig ablaufen musste. Ich bin daher auch aus dem Trainingslager direkt abgereist und habe quasi die Sachen mitgehabt, die ich jetzt auch an mir trage. Keine vernünftige Winterjacke, das muss ich mir alles nochmal irgendwie besorgen. Nee, und dann werde ich jetzt irgendwie schauen, wann ich mal Zeit finde, nach Hause zu fahren, um meine restlichen Sachen nachzuholen. Und so ganz fremd bist du ja hier nicht, zumindest sind dir ja schon zwei vorweg hierher gereist, Jule Reinhardt und Fetschi ist ja hier bei uns. Was haben die so erzählt? Ihr habt doch bestimmt mal telefoniert, oder? Ja, selbstverständlich ist man auch irgendwie in Kontakt gewesen und von daher hat mir das auf jeden Fall auch die Entscheidung leichter gemacht, hierher zu kommen. Ja, was sind so die Beweggründe? Klar, jetzt hast du schon vorhin gesagt, da hast du jetzt zuletzt nicht mehr so viel gespielt, jetzt ging es wieder Spielpraxis. Wie ist das? Gibt es da jetzt einen längerfristigen Vertrag oder ist das auf Leihbasis? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, nee, der Vertrag ist erstmal auf Leihbasis bis zum Sommer hin. Danach habe ich dann noch einen Einjahresvertrag in Braunschweig. Und aber für eine OFC die Entscheidung, die ist mir eigentlich relativ leicht gefallen, weil ich auch früher mit Braunschweig schon hier gespielt habe und ich weiß, was hier in dem Stadion los ist und was für eine Tradition hier dem ganzen Verein steckt und von daher ist die Freude natürlich umso größer, dass es geklappt hat. Ja, und du könntest ja beim OFC sogar den größeren Titel noch erreichen als mit Braunschweig. Die können zwar aufsteigen, die erste Bundesliga, aber ich weiß nicht, du bist bestimmt schon informiert, was mit dem OFC noch möglich ist. Ja, ich weiß ganz genau, was für eine Rolle, ich habe das ja auch verfolgt, was für eine Rolle der OFC im DFB-Pokal gespielt hat. Und ja, wird man mal schauen, ob man noch irgendwie schafft, die Großen weiter zu ärgern. Also kann man sagen, rein sportliche Gründe, du willst den Titel jetzt. Jetzt bin ich reif für den Titel, genau so sieht's aus. Okay, was bist du so für ein Mensch, was kann man da so sagen, was machst du ja fern des Platzes? Ach, ich bin eigentlich ein ganz lockerer, offener, spontaner Mensch, habe verschiedene Interessen, treffe mich gerne mit Freunden, lese auch gerne mal ein Buch oder bei mir, ich versteife mich da nicht irgendwie auf eine bestimmte Sache, sondern ich bin für alles offen.
Und mit dem Zelt ist es ja momentan schwierig bei den Schneebedingungen. Du warst eben schon mal auf dem Platz. Also ich gehe mal davon aus, du hast mindestens einen Wohnwagen oder sogar ein Hotel schon gefunden hier. Ja, in der Tat. Der Schnee hat gereicht, um mir gestern ein Igloo zu bauen. Nee, kleiner Scherz. Also momentan bin ich noch im Hotel untergebracht. Ja. Und werde natürlich so schnell wie möglich versuchen, irgendwie eine geeignete Wohnung zu finden. Das darf natürlich nur im Einzugsbereich mit offenbarer Kennzeichen sein. Da gibt es ja die verbotene Stadt. Da darf man nicht hin, das weißt du ja. Darüber wurde ich schon aufgeklärt, ja. Ich hoffe, dass ich was Vernünftiges finde. Okay, dann würde ich sagen, wünschen wir dir alles Gute, hau richtig rein und am besten wirst du deutscher Pokalsieger. Ich würde mich freuen, Dankeschön. Danke dir.